Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Faszination Israel. Ich will Sie heute auf eine ganz besondere Reise mitnehmen. Aber Hand aufs Herz, welche Reise hier im Heiligen Land ist eigentlich nicht besonders? Folgen Sie mir doch mal nach Ramallah in die palästinensische Autonomiegebiete. Und dort in der Nähe treffe ich einen guten Freund von mir. Er ist einer der profundesten Kenner des gesamten Nahen Ostens. Und genau so einen Kenner braucht man, will man die Situation hier verstehen. Wir sind an der Grenzlinie zum Westjordanland. Während der zweiten Intifada stieg die Zahl der bei Selbstmordattentaten umgekommenen Israelis sprunghaft an. Deshalb baute Israel Grenzanlagen wie diese, was die Zahl der Terroranschläge drastisch reduzierte. Um mehr zu erfahren, treffen wir Johannes Gerloff, einen Fachmann, der sich hier bestens auskennt. Ich treffe ihn im Westjordanland. Um dorthin zu kommen, müssen wir durch einen Checkpoint, so wie diesen hier. Westjordanland, ein Gebiet, von dem Sie alle schon einmal gehört haben, wozu aber viele von Ihnen wahrscheinlich mehr Fragen als Antworten haben. Denn das biblische Kernland, das uns Christen und den Juden vor allem so viel bedeutet, um genau dieses Gebiet gibt es seit Jahrhunderten so unendlich viel Streit. Westjordanland, Judäa, Siedlung, palästinensische Autonomiegebiete, Westbank, alle diese Namen, Begriffe und Probleme bestimmen ständig die Nachrichten. Verstehen wir sie eigentlich immer? Johannes Gerloff ist Nahost-Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP. Er lebt hier seit vielen Jahren und er weiß richtig Bescheid. Und genau da fahre ich jetzt zusammen mit Ihnen hin. Für Israel dienen diese Sperranlagen der Terrorabwehr. Für die Palästinenser bedeutet es eine Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit. Über etliche Kilometer erstrecken sich die hauptsächlich aus Metallzäunen, aber auch aus Betonmauern errichteten Absperrungen entlang der Grenzlinien des Westjordanlandes. Sie kosten Millionen, aber aus Sicht des israelischen Staates sind sie eine sicherheitsrelevante Notwendigkeit. Und die Zahlen scheinen das zu belegen. Gottfried Bühler trifft Johannes Gerloff in Ramot, einem Vorort im nördlichen Jerusalem. Ramot ist nach dem biblischen Rama genannt, wo der Prophet Samuel gelebt hat und wo er auch begraben wurde. Heute hat Ramot über 50.000 Einwohner und liegt nur gut 15 Minuten vom Stadtzentrum Jerusalems entfernt. Liebe Zuschauer, hier sehen Sie im Vordergrund Ramot. Das ist offiziell als Siedlungsgebiet benannt. Im Hintergrund sehen Sie schon Jerusalem, die berühmte Hafenbrücke. Und Sie sehen hier, wie dicht alles aufeinander ist. Wer als normaler Tourist hierher kommt, hat keine Ahnung, dass das hier eine Siedlung ist, die, wenn es nach den Vorstellungen der Europäer, der UNO, der Amerikaner geht, muss das hier alles verschwinden. Wenn Sie sagen, Israel muss sich zurückziehen aus den besetzten Gebieten. Wenn wir von Siedlern sprechen, dann sprechen wir nicht von ein paar Verrückten, die irgendwo in der Westbank sich eine Holzhütte gebaut haben, sondern wir reden von 650 bis 750.000 Menschen. Das ist ungefähr 10% der israelischen Bevölkerung. Hier entstehen neue Wohnsiedlungen im biblischen Samaria. In Israel muss ein Bauherr der legitime Eigentümer des Baulandes sein. Und gebaut werden darf nur mit einer entsprechenden Baugenehmigung. Es ist also nicht möglich, einfach auf einem Stück Land neue Häuser zu bauen. All das muss einen Genehmigungsprozess unter behördlicher Aufsicht durchlaufen. Solche Neubauten sind auch in der palästinensischen Bevölkerung weniger umstritten, als man glauben mag. Denn die überwiegende Zahl der Handwerker und Bauarbeiter, von denen diese Siedlungen mit Wohnhäusern, Schulen und Supermärkten errichtet und erhalten werden, sind arabisch, also Palästinenser. Also die ganzen Häuser, die wir hier sehen, haben Palästinenser gebaut. Das heißt, hier Arbeitsplätze und Verdienstmöglichkeiten für Palästinenser ist hier gegeben durch so eine Siedlung. Ja, natürlich. Das sind Tausende von Palästinensern. Wir haben jetzt gerade hier Festzeit, aber wenn wir an einem normalen Arbeitstag vorne an der Straßensperre stehen, morgens zwischen 6 und 7, stehen da Hunderte von Leuten, die hier reinkommen und hier ihre Arbeit haben. Und von jedem einzelnen Arbeiter
hängen im Schnitt 15 Menschen, haben ihren Lebensunterhalt 15 Palästinenser in der palästinensischen Autonomie. Und von daher ist das, was die Europäer versuchen, die Siedlungen zu boykottieren, das hat Mahmoud Abbas, also die palästinensische Autonomiebehörde, auch schon versucht. Und es hat nicht funktioniert, weil schlicht und einfach das Volk nicht mitgemacht hat. Das ist an der Realität gescheitert. In Efra, mitten in einer Siedlung südlich von Jerusalem, treffen wir auf palästinensische Handwerker. Sie erzählen uns, dass sie in ihren Dörfern friedlich neben den jüdischen Nachbarn leben. Tatsächlich gibt es eine breite Schicht in der palästinensischen Bevölkerung, die in Frieden mit den jüdischen Nachbarn leben wollen und das auch tun. Würden sie sonst nicht in so großer Zahl in israelischen Firmen arbeiten oder als Handwerker jüdische Siedlungen bauen? Was ist also davon zu halten, wenn wir hören, dass der jüdische Siedlungsbau der Friedensverhinderer Nummer 1 sein soll? Oder wenn davon gesprochen wird, dass Juden angeblich den Palästinensern das Land stehlen? Wir stehen hier vor den Toren Jerusalems und diese Häuser hier wurden in den letzten 3-4 Jahren gebaut. Da stellt sich Ihnen natürlich die Frage, haben die Juden das jetzt gestohlen oder wie sind sie dazu gekommen? Ich kenne die genauen besitzrechtlichen Vorgänge hier bei diesen Grundstücken nicht, aber ich kann Ihnen sagen, nach israelischem Recht, nach jedem hier gültigen Recht, ist es illegal, Privatland, das Arabern gehört, einfach wegzunehmen. Die dürfen nur auf Staatsland bauen und das muss vorher klar, einwandfrei geklärt sein. Johannes Gerloff nimmt uns mit zu dem Grab Samuels. Von hier aus hat man eine atemberaubende Rundumsicht. Anhand der geografischen und historischen Gegebenheiten wird deutlich, wie sehr dieses Land mit der biblischen Geschichte verbunden ist. Und dass diese Geschichte mit diesem Land vor allem eine jüdische Geschichte ist. Liebe Zuschauer, wir sind heute hier in einem der höchsten Aussichtspunkte Israels. Es ist das Grab Samuels. Das Grab Samuels befindet sich heute direkt im Westjordanland. Und Johannes, ich möchte dich fragen, es gibt ja so viele Begriffe, Westjordanland, Westbank, Samaria, Judäa, man hört sehr viele Begrifflichkeiten, welcher ist richtig? Also ich denke jetzt nicht, dass man hier über richtig und falsch reden kann. Westjordanland heißt es, wir haben hier unten den Jordan, bei etwas klarerer Sicht würde man hier den Jordangraben sehen. Wir sind hier auf dem Zentralgebirge und wenn wir das ganze, ich sage jetzt mal Palästina nehmen, das ist zunächst ein geografischer Begriff wie Schwarzwald, wie norddeutsche Tiefebene. Also vor 100 Jahren gab es Palästina-Forscher. Ja? Da war das ein Begriff wie Schwarzwald. Und Israel innerhalb ist, und das gesamte Palästina ist das heutige Jordanien und Israel. Israelis haben ja vor 48 auch einen palästinensischen Pass gehabt, richtig? Ja, das wurde dann Mandatsgebiet Palästina, weil die Briten das übernommen haben. Und zwischen 1917 und 1948 war das hier das Mandatsgebiet Palästina. Aber das ursprüngliche geografische war das Jordanien, das ist die Ostbank vom Jordan, und das Westjordanland, die Westbank. Und von daher ist es zunächst mal ein rein geografischer Begriff. Es gibt hier historische Begriffe. Wenn wir in der Bibel zurückgehen, dann hieß dieses Land Kanaan. Und der Stephanus zum Beispiel, zur Zeit von Jesus oder nach Jesus, ja, der erste Märtyrer, der hat auch noch vom Land Kanaan gesprochen. Wenn er das hier, dieses Land zwischen Syrien und Ägypten bezeichnen wollte. Und dann, wenn wir weitergehen, dann wurde das hier das Stammesgebiet, wir sind hier im Stammesgebiet Benjamin, da drüben, das ist das alte Gibea Sauls. Das war die alte Hauptstadt von König Saul. Also hier fängt das Nordreich an, dessen Hauptstadt Samaria war. Und deshalb heißt biblisch gesprochen diese Gegend auch Samaria. Und südlich von hier, südlich von Jerusalem, haben wir das biblische Judäa. Ich weiß, dass man heute sehr oft pauschal von Palästina spricht, um den Palästinensern ein Existenzrecht hier zu geben. Das ist aber Propaganda. Wenn wir Reiseführer von 1911 ansehen, zum Beispiel Reiseführer Palästina, Syrien, und dann fragen, wer hat in diesem Land gelebt? Die Bevölkerung von Palästina wird als erstes die Juden genannt. Und dann kommen
Beduinen und dann kommen Felachen und dann kommen Stadtaraber und dann kommen Tscherkessen und Drusen und alles, was es, wir sind hier an einem Schnittpunkt von drei Kontinenten und das merkt man an der Bevölkerung. Das ist nicht alles so schwarz-weiß. Bei allen Fragen und Argumenten von verschiedenen Seiten sollten wir als Christen unsere Sicht der Dinge nicht an der Bibel orientieren, die wir glauben, dass die Bibel die Richtschnur Gottes für die Menschheit ist. Johannes, warum sollten wir als Christen die Bibel als Grundlage für diese Diskussion nehmen? Also zunächst mal ist für uns Christen die Bibel die Grundlage für alles. Aber warum sollten wir als Leute, die verstehen wollen, was hier vor sich geht, die Bibel nicht ausblenden? Ganz einfach, weil man bei jedem Stein, den man hier umdreht, Bibel entdeckt. Dort unten im alten biblischen Gibeon stand die Stiftshütte. Ramallah, der Name kommt, das ist das neutestamentliche Arimathea, das biblische Rama. Ja, alles ist mit der Bibel verbunden. Und von daher, man kann dieses Land nicht verstehen, wenn man die Bibel nicht versteht, wenn man nicht weiß, dass auch der Koran dann hat ja seine Wurzeln an vielen Stellen in der Bibel. Das sind dauernd biblische Bezüge da, auch wenn dann andere Aussagen daraus gemacht werden. Man kann das ohne Bibel nicht verstehen. Liebe Zuschauer, das Problem hier, Palästina, Israel, Judäa, Westjordanland, das wird auch bei uns in Deutschland unter Christen kontrovers diskutiert. Es hat den Anschein, dass die einen auf der Seite der Palästinenser sind, die anderen sind auf der Seite des jüdischen Volkes. Und ich möchte, Johannes, ich möchte dich fragen, welche Seite ist richtig? Was müssen wir hier beachten? Mein Anliegen wäre zunächst einmal nicht, dass wir hier zwei Streitseiten sehen, die übrigens gar nicht so sich selbst einig sind, sondern dass wir als Deutsche, als Christen, als Leute, die von außen kommen, uns aufgrund der Fakten, aufgrund der Geschichte, aufgrund der Lage, die wir hier haben, eine eigene Meinung bilden. Übrigens, Israel ist sich selbst nicht so einig. Die schlimmsten Unwahrheiten über den Staat Israel bekomme ich von Juden. Und ich finde auf der anderen Seite Palästinenser, die sagen, uns kann eigentlich nichts Besseres passieren als die israelische Besatzung, wenn wir sehen, was rund um uns herum passiert. Von daher, das ist alles nicht so schwarz-weiß. Und ich denke, wir als Deutsche müssen da mal rauskommen, dass wir meinen, wir müssen uns hier jetzt auf eine Seite schlagen. Johannes, eine ganz große Frage, die uns alle interessiert. Und ich glaube, liebe Zuschauer, Sie zu Hause interessiert diese Frage genauso brennend wie mich. Gibt es hier irgendeine Lösung für die ganze Problematik hier? Johannes, was ist die Lösung? Ich denke, dass das eine der Fragen ist, die den Konflikt hier immer wieder neu anschürt. Es gibt keine Lösung. Es gibt in jeder Beziehung ein Konfliktmanagement, aber es gibt keine Lösung. Die Frage ist, wie Menschen hier miteinander leben. Und ich denke, Politik sollte sich hier menschlichen Interessen unterordnen. Ich habe gestern einen Palästinenser gehört, der hat mir gesagt, wir müssen einfach mal die Politiker weghaben. Die Leute, die immer nach Lösungen fragen, die an Lösungen basteln. Und sieh mal, wie nah hier Juden und Araber beieinander wohnen. Du hast hier eine jüdische Siedlung, Mevaseret, und du hast gleich daneben Bidu, ein arabisches Dorf. Und im Großen und Ganzen scheint es ja wunderbar zu funktionieren. Und wenn sie sich nicht verstehen, dann leben sie nebeneinander her. Wir haben in Deutschland ganz viele Parallelgesellschaften. Richtig. Und die Frage ist, wie bekommen wir hier ein Miteinanderleben hin, dass jeder sich bestmöglichst entwickeln kann. Übrigens, dass wir hier unterschiedliche Völker nebeneinander haben, dass jedes Volk seinen Staat haben muss. Die Frage der Nationalstaaten ist eine veraltete europäische Ideologie. Auch in Europa gehen wir wieder auf einen multinationalen Staat zu. Und ich denke, hier müssen wir kreativ sein und über neue Rahmenbedingungen nachdenken, wo die Menschen, die hier vor Ort leben, nicht ethnisch gesäubert werden,
nicht durch Zäune getrennt werden. Man kann den Zaun mal eine Zeit lang machen. Aber dann letztendlich, dass sie zusammenleben. Und übrigens, die Leute hier wollen das. Es ist heiß. Die hohen Temperaturen lassen den Boden aufbrechen. 40 Grad und mehr sind in Israel keine Seltenheit. Über viele Jahrhunderte bot sich Reisenden ins Heilige Land ein düsteres Bild. Karge Ödnis, wohin das Auge blickte. Können Sie sich vorstellen, dass hier vor einigen Jahrzehnten kein einziger Baum stand? Ein desolates Land, eine stille, traurige Welt, eine Wüste. Wir sahen nie einen Menschen auf der ganzen Strecke. Kaum ein Baum oder ein Strauch, der uns Schatten hätte spenden können. Liebe Zuschauer, das sind Notizen von Mark Twain, als er vor circa 150 Jahren dieses Land hier bereiste. Schauen Sie dieses Land an, liebe Zuschauer. Das, was Sie hier sehen, ist schlichtweg ein Wunder. Das öde Land, von dem Mark Twain spricht, ist mittlerweile zu einem Lieferant für Lebensmittel und Früchten für alle Welt geworden. Wie ein Land aufforsten, auf das gnadenlos die Sonne brennt. Israel schaffte es mit einer genialen Idee. Das Unternehmen für Wassertechnologie Netafim entwickelte die sogenannte Tröpfchenbewässerung. Ein System von Tropfschläuchen, mit dem man die Baumschulen bewässerte. Weite Teile des Landes wurden so aufgeforstet. Und auch Israels Landwirtschaft profitiert seit über 40 Jahren von der Tröpfchenbewässerung. Zwiebelfelder wie diese verbrauchen dabei sehr wenig Wasser. Israel machte diese Erfindung zum Exportschlager, besonders in Entwicklungsländer. Natürlich funktioniert die Technologie auch im Obst- und Gemüseanbau. Israel produziert heute so viel davon, dass mehr Früchte und Blumen exportiert werden, als man im Inland verbrauchen kann. Man kann nur staunend über die grünen Täler Israels schauen. Ödland musste der Aufforstung weichen, karge Landschaften der klugen Bewässerung. Und fantastisch! In der Negev-Wüste wachsen heute sogar Erdbeeren. Und noch unglaublicher ist es, dass die Bibel Israels blühende Landschaften, Weinberge und viele Früchte vorhersagte. Liebe Zuschauer, ich möchte Ihnen heute etwas vorlesen aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Buch des Propheten Hesekiel. Er hat das vor circa 2700 Jahren geschrieben, aber dieses Wort ist heute in unserer Zeit hochaktuell. Der Hesekiel war ein jüdischer Prophet, der einen sehr engen Kontakt mit Gott hatte. Und diesem Hesekiel hat Gott Folgendes gesagt: Ich hole euch heraus aus allen Völkern. Ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch wieder in euer Land zurück. Dann dürft ihr für immer in dem Land wohnen, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ich werde keine Hungersnot mehr über euch bringen. Ich rufe das Korn herbei und lasse es wachsen und es mehren. Ich lasse die Früchte auf den Bäumen reichlich gedeihen und alles, was auf den Feldern wächst. Die Felder sollen nicht länger verwüstet daliegen, sondern von Neuem bestellt werden. Wer bei euch durchreist, wird sagen, dieses Land war eine Wüste, jetzt ist es wie ein Garten Eden geworden. Liebe Zuschauer, ich würde gern das Gesicht von Mark Twain sehen, wenn er das heute hier sehen würde.
Wir leben in einer einzigartigen Zeit. Wir sehen mit unseren eigenen Augen, wie sich uralte biblische Prophetie erfüllt. Man braucht kein großer Theologe zu sein, um zu erkennen, dass Gottes Handeln mit Israel in einer erstaunlichen Art und Weise mit seinem prophetischen Wort übereinstimmt. Gott ist der Gott der Geschichte. Gott ist der Gott gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er hat für das jüdische Volk und für Israel einen neuen Zeitabschnitt festgelegt. Durch den jüdischen Propheten Amos hat Gott verkündigt: Dann wende ich das Geschick meines Volkes Israel. Sie bauen die verwüsteten Städte wieder auf und wohnen darin. Sie pflanzen Weinberge und trinken den Wein. Sie legen Gärten an und essen die Früchte. Das steht in Amos 9, ab Vers 14. Schön, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie mehr über die Arbeit der ICJ wissen möchten, dann bestellen Sie gerne unsere kostenlose Zeitschrift Wort aus Jerusalem. Oder besuchen Sie uns unter icij.de. Helfen Sie uns mit Ihrer Spende, dass wir Sendungen wie diese weiterhin machen können. Ich grüße Sie herzlich von dem Land, von dem Gott gesagt hat, dass es grünen und blühen wird. Alles Gute!